Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon Let's Go Evoli, wo wir uns auf den Weg machen dürfen Richtung Seeschauminsel und Zinnoberinsel. Und ich merke gerade, dass mein Mikrofon ein bisschen verschoben ist. So, jetzt. Sorry. Und ja, wir dürfen jetzt einmal übers ganze Meer. Moment. Ich zeige euch das kurz mal. Wir dürfen einmal hier komplett rum bis zur Seeschauminsel. Und dann weiter zum Zinnoberinsel. Mein Gott. So. Wir könnten eigentlich. Nehmen wir das uns mal mit Emilio, also mit Evoli vorne. Kurz überlegt, ob wir andere Pokémon trainieren sollten, könnten. Mein Gott. Ist ja wieder riesig, die Route hier. Hey. Ich möchte kämpfen. Bam, 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 bam. Der Alice. Es ist Alice. Alice im Wunderland. Ach ja. So. Enteron, einmal bitte Quellzone. Ist das nicht mehr Psycho? Oder ist es erst in, weiß ich nicht, der zweiten Generation Psycho geworden? Ach, keine Ahnung. Na, wenigstens hat das jetzt mal gekillt. Das war's mit Enteron. Was kommt als nächstes? Austos. Ist das schon Eis? Auf jeden Fall versuchen wir mal mit Raichu was zu reißen. Ich glaube, es funktioniert. Auf geht's, Raichu. So, Austos. Du kriegst einmal einen Donnerblitz ab. Okay, das war gut. Und Level 54. Und Alice ist schwindelig. Ups. Wahrscheinlich zu viel Tee getrunken auf der Teeparty mit dem Hutmacher. Okay, lass mir das. Das ist eine Terraria, das habe ich schon. Da ist noch einer. Hi. Diese Gewässer sind trügerisch. Ja, ich muss echt aufpassen, dass diese Gewässer mich nicht ausrauben. So trügerisch wie die sind. Ne, heißt trügerisch überhaupt sowas mit Ausrauben oder? Warte mal. Ist ja sowas wie Trugbild, also Enttäuschung. Also sowas wie, halt, stille Wasser sind tief. Kennt man ja. Eigentlich. Moment. Volltreffer sogar, nice. Trügerisch, auf einer möglicherweise verhängnisvollen Fehleinschätzung der Lage beruhend. Geeignet, zu einer gefälschten Fehleinschätzung der Lage zu verleiten. Ja, okay. Das heißt, man denkt, dass das Wasser, das Meer nett und lieb ist und dann sticht sich ab und klaut dann Pausengeld. Keine Ahnung. Ich rede mal gerade wieder Mist. Unterwasser-Pokémon zu fangen. Stimmt, Taucher gab es ja auch noch als VM. Aber erst ab Hönn, also Generation 3. Voll vergessen. Das Jurob. Jurob ist auch cute. Also schneller als mein Evoli. Krass. Okay, nur die Hälfte ist jetzt nicht gerade so geil. Man streckt mir natürlich die Zunge raus. Ist voll frech. Zungen zeigen darf man nicht, denn das heißt, ich liebe dich. Und dafür, dass du mich lieben würdest, haust du mir auf die Fresse. Den Spruch jetzt mit häuslicher Gewalt oder so bringe ich jetzt nicht. Das wäre zu billig. Simon.
Ja. Das ist das Risiko mit so hoch, dass die Eisattacken können. So, dann versuchen wir es mal mit Donnerblitz, mein Gott. War eine gute Idee. Was kommt als nächstes? Noch ein Europ. Ach komm. Mal voller Geiz. Vor allem dieser eine. Soll das ein Stachel sein auf dem Kopf oder ist das einfach nur komisch gegelte Frisur von Europe. Das war's mit Europe. Kluck, kluck, Hilfe. Und er geht erstmal unter. Okay, mach das, wenn du Spaß dran hast. Seit wann war diese Route so breit? Brauche ich ja ewig, bis ich die ganze Route geklärt habe. Ja, wartet mal, bevor ich. Ah, der Toxer. Komm her. Da oben war noch ein Schwimmer, den ich noch nicht hatte. Dauert ja ewig, bis ich alle geklärt habe. Puh. Ich bin raus. Ich habe jetzt mehrere Tage kein Pokémon mehr gespielt. Und ja, man merkt's. Fuck. Danke. Mehrere Tage kein Pokémon mehr gespielt und schon kann ich nicht mehr fangen. Und hinter mir ist wieder. Weiß ich nicht. Neuerdings eine Autobahn, obwohl es eigentlich eine 30er-Zone ist und verkehrsberuhigt bereicht, aber hey. Wen interessiert das denn? Die Autofahrer hier nicht. Komm schon. Du bist doch. Scheiße, jetzt verballere ich wegen dir bestimmt 10 Bälle und dann, ne, Toxa ist geflüchtet. Siehste? Predicted! Mistvieh. Ich bin meinem Freund hergesprungen, jetzt bin ich so ausgelaugt. That was she said. Francesca, wo ist denn dein Freund, ha? Huh? Allein gelassen? Ja, irgendwie gegen Wasser hab ich mit Evoli nix. Das stimmt. Fällt mir auch gerade ein. Und das wäre nix, was ich hier für Schaden verteile. Och. Ruckzuck doch wen anders. Okay, er macht Quellzone definitiv. Ach, okay. Es macht mehr Schaden, weil Volltreffer. Ich verstehe. Ach, diesmal keinen Ruckzuckhieb. Ne, da kommt wahrscheinlich eine richtige Wasserattacke diesmal. Ja, Surfer. Sag ich doch. Macht aber nicht viel Schaden. Zum Glück. Oh, jetzt macht's wieder. Danke, Evoli. Danke, du bist ein Schatz. So. Aquana, das war's. Ich krieg um die 700 EP und der EP-Balken steigt einfach kaum. Jedenfalls nicht wirklich merklich. So, nächste. Okay, also, Moment. Bekomme ich das Pokémon, mit dem du so über die Wellen reitest, wenn ich gewinne? Wahrscheinlich meint sie Evoli. Aber in Bezug auf ältere Teile, da man normalerweise auf dem Pokémon schwimmt, also surft mit Surfer. Könnte man sogar meinen, dass sie einfach vergessen haben, diese Line umzuschreiben, beziehungsweise zu bearbeiten, dass es verständlicher ist oder falsch übersetzt haben. Weil jetzt könnte man denken, sie meint, ich würde noch auf dem Pokémon auf dem Wasser reiten. Nee, tue ich nicht. Mensch, Katja. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Oh. Das war doof. Entschuldigt bitte, ich wollte eigentlich eins weiter runter.
Ja, dafür, dass es nicht effektiv ist, zieht es ganz schön viel ab, ey. Holy. Okay, ich muss, glaube ich, wirklich Evoli eine Wasserattacke mal... Wasserattacke. Eine Attacke beibringen, die gegen Wasser effektiv ist. Weil ansonsten bin ich hier noch in 5 Stunden dran. Versuch nochmal das. Brauche ich vom Rest nicht so viel EP. Und dann kommt noch ein zweites Pokémon. Ich freue mich tierisch. Das war's mit Jurob. Was kommt jetzt? Golking. Na komm, Raichu, du darfst nochmal. Weil Golking kann Schnabel erlernen, dann wäre Visaflor wieder keine gute Wahl und ja. Ihr wisst doch, wie es ist. Da kommt der Kütter. Kütter. Natürlich, wieso kann ein blöder Fisch ruckzuck heben? Das macht nicht mal Sinn. Nicht wirklich jedenfalls. Ach ja. 49, nice. Und da hat die Katja verloren. Da oben war noch einer, gell? Ja. Warte mal. Ah, egal. Evoliert noch einiges aus. Was mag ich denn im Horizont? Sonnen verbergen. Was war an Evoli hält das noch aus, so, dass unsere Alexa reagiert hat? Verstehe ich nicht. Muss aber wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Ja, das ist jetzt blöd. Geradeaus ist jetzt blöd. Natürlich kann es knischen. Aua. Und Spezialverteidigung. Nee, Verteidigung. Macht auch mehr Sinn als Spezialverteidigung, fällt mir gerade so ein. Okay. Kaskade. Naja, wäre ich gegen abgeschirmt. So halb. Okay, ich bin froh, dass später kein Wasserorden mehr kam, weil wenn die was overlevelt sind, also was stärker gelevelt sind, nicht overlevelt. Und zum Beispiel, wenn Misty ein Gyarados hätte... Gyarados ist zäh. Gyarados hält schon einiges aus. Leider. Ich meine, wenn man es selber hat, ist okay, aber... Gyarados ist jetzt nicht immer so das Pokémon da. Also das erste Wasser-Pokémon, woran ich denke, was ich unbedingt haben möchte. Ich meine, klar, ist auch cool, um Gottes Willen. It's nice to have, aber ja. Da ist schon wieder ein Schwimmer. Okay. Schon Sterndu. Warte mal. Hab schon Sterndu. Nee, hab ich nicht. Fangreihenfolge. Nee, Pokédex-Nummer. Jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich einen Stern nur habe oder nicht, aber ich glaube nicht. Versuch es mal zu fangen. Stopp. Bevor du weiter im hohen Bogen rumspringst. Ach komm. Ach, du bist doch blöd. Ja. Ja, greif von mir aus die Luft an. Ist auch okay. Wirklich, dass du jetzt in der Ecke bleibst? Was? Wie wurde der denn geworfen? Oh, oh, oh. Aha. Jetzt aber bleib mal bitte mal drinnen hier. Oh, du bist so ein Drecksvieh. Ich... Ach Mensch! Rutsch mit dem Buckel runter, ey. Was ist momentan so schwer?
Ey, hör doch auf. Nein. Aber ich habe mittlerweile, muss ich zugeben, bei Dalokart mal geguckt. Grüße gehen raus. Beziehungsweise eigentlich in Bestoffnung geguckt. Und ja, ich bin anscheinend nicht der Einzige, der Probleme hat mit Empfang. Bin ich ein bisschen beruhigter, dass es nicht nur, dass es mir so geht, sondern anscheinend auch anderen, die sogar Pokémon Go gespielt haben. Weil ich weiß, dass Dalokart Pokémon Go spielen wird, keine Ahnung. Und trotzdem so Probleme hat, wie ich mit Empfang. Das, ja, motiviert mich mehr ein bisschen. Muss ich ja zugeben. Pulsiaura. Nicht mal die Hälfte. Ist ja wohl frech. Ich merke schon, mit Evoli kann ich hier nicht so viel reißen. Ich merke gerade schon. Finde ich blöd. Immer noch nicht. Oh mein Gott. Danke, Evoli. Wenigstens ist mein Evoli so gut, dass es immer ausweicht. Schon mal viel wert. Gib mal ein bisschen Leben zurück, wenn es nicht viel ist. Oh, Volltreffer jetzt. Nur 7 KP krieg ich wieder. Wow. Das ist die Welt. Ich glaube, Evoli lernt einfach keine Attacken mehr. Ist vorbei. Garados. Nee. Das tue ich mir jetzt mit Evoli nicht an. Sonst sitze ich morgen noch hier. So viel Zeit und so viel Nerven habe ich noch nicht. So, da kommt Garados. Und Donnerblitz. Bzz. Gut, war abzusehen, war Wasserflug, ne? 1217 und trotzdem kein einziger Levelaufstieg von irgendwem. Herrschaften werden langsam richtig geizig. Geizig? Ne, gierig. Gierig nach EP, so rum. Nicht geizig. Da schwimmt noch eine. Oh, und da kommt schon die Seeschauminsel, ja? Gut. Hi. Bam, 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 badam, bam, 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 badam, bam. Mit Shillock. Es ist selten, dass die Trainer Starter haben. Irgendwie. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist einfach selten. So. Pulsiaura. Wenigstens die Hälfte. Das ist schon mal ganz gut. Wow, die hat ja... Ups, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Massiv abge... Warum gibt's so eine Attacke? Warum gibt's so viel Schutzschild? Das ist so useless. Weil du stirbst den nächsten Zug ja trotzdem dann. Du heilst dich damit nicht... Du gehst deinem Gegner einfach nur auf den Sack damit. Mehr tust du damit einfach nicht. Du zeigst ihm einfach nur den diabolischen Mittelfinger. Mehr nicht. Einfach nur zum Triggern dieser Attacke. Ja, und ich weiß, Triggern benutzt man mal so in einem anderen Zusammenhang. Weil es eine Psychologie, aber... Da achtet doch kein Mensch mehr drauf. Kann ich ja sehen, warum ist es eigentlich. Ne, kann ich nicht. Hätte ja sein können, dass ich mir die Höhle auch sparen kann. Das aufsparen, dass ich mir Arktos später fangen kann. Ne, kann ich nicht. Wer bist du denn? Oh.
Danke. Das war ja mal nett. Dass es noch nette Menschen auf der Welt gibt. Nee, Golbert habe ich schon. Seit wann gibt es Trainer auf der Seeschauminsel? Das ist ja wohl ein Scherz. Es gibt doch... Als ob es... Es gibt ja sogar mehrere Trainer. Ja gut, Trainer-Coach war ja... Naja, war eigentlich auch nicht klar. Weil, wie gesagt, eigentlich... eigentlich gibt es in der Seeschauminsel nie Trainer. Und ich habe nicht mal ein Lamustar schon. Ich habe nicht mal ein Fleckmon. Vor allem, weißt du, Hyperbälle sind arschteuer. Ich verstehe ja noch, dass man die Bälle, die aufplatzen, dann man nicht mehr bekommt, weil kaputt. Aber wieso bekommt man die Bälle nicht, die daneben gehen? Weil die kann man ja nachher noch aufsammeln. Weil, ne? Sparsam und so. Wenn es so weitergeht, habe ich gleich keine Bälle mehr für Arktos. 2. Boah, gehst du mir auf den Knispel. Bleib jetzt drin! Ich komme ja gleich ganz sonst dahin, ey. Oh, ich habe aus Frust den B-Knopf gedrückt. Bleib drin jetzt! Danke. Dass man jedes Mal erstmal 50.000 Bälle verschmeißen muss, damit das funktioniert. Wie gesagt, es ist nett, dass ich einen Lamos habe, aber ich habe nicht mal einen Fleckmon. Bis jetzt. Ach ja, komm. Doof geschissen. Freund, wenn es hier zu kalt ist und du keinen Bock hast, da jeden Tag hinzugehen, dann geh da einfach nicht hin. Ike. Und Blitzer, natürlich. In einer eigentlich Eishöhle habe ich einen Blitzer. Ich rede jetzt nicht darüber, ob das Sinn macht oder nicht. Ich akzeptiere das einfach. Und decke meinen Teil. Kriege ich von dem Donner? Das wäre cool. Obwohl es auch frech ist, weil wahrscheinlich, wenn ich Donner einsetzen würde, würde es entweder daneben gehen oder kein Volltreffer werden. Weil es, ne, ist halt so. Game ist ja rigged. Wirklich. Danke. Hätte mich jetzt auch beschwert, wenn der jetzt überlebt hätte und dann auch Donner hätte einsetzen können. So super frech. Wie ist der Ike? Flamara. Ne, weiterkämpfen. Kann ich mich aufhealen? Lass mich raten. Letztes dann ein Aquana oder was? Da weiß ich aber bis jetzt noch nicht, was von TM ich bekomme. Von dem. Lass mich raten. Das Flamara kann jetzt Feuersturm? Ne, Flammenblitz. Ja, verletzt dich mal selbst. Ist eine gute Idee. Ich raff nicht, warum man Attacken einsetzen sollte, die haben selbst Schaden. Ich meine, natürlich sind die stärker und effektiver wahrscheinlich als andere Attacken, aber warum sollte ich dem Gegner helfen, mich zu besiegen? Das ist so useless. Ja, was eine Überraschung, dass es ein Aquana wird. Das ist ja krass. Hätte ich nie mit gerechnet. Never. Was kann das jetzt für eine Attacke? Blizzard? Wäre eigentlich logisch. Wir werden es hoffentlich nicht erfahren. Hoffentlich wird das One-Hit. Ne, natürlich nicht. Ach, Hydro-Pumpe. Aber ich meine, Hydro-Pumpe ist, glaube ich, keine TM. Alter, macht das Schaden. Okay. Ich muss nochmal raus zu der Dame mit Pokémon-Markt, wenn die mich nochmal halten. Ach ja. Ausgezeichnet.
bist nicht Burns, du bist Ike. Ich krieg von dem Sonderbonbons. Gib mir doch TMs. Gib mir doch einfach TMs. Damit wäre ich glücklicher als mit Sonderbonbons. Halt sie mich nochmal. Ja, sie hält mich nochmal. Danke. Ich brauche nie wieder einen Pokémon-Markt. Ich gehe einfach mal zu ihr. Zu meiner Dealerin. Da geht's runter. Wo geht's hier lang? Ach, sie ist keine... Hä? Ach so, es gibt hier anscheinend also nur den einen Trainer und dann... So eine Trainer-Coach, das war's doch dann, oder was? Zack. Nochmal. Zack. Oh ne, nicht diese Felsenrätsel. Rosanna. Hör auf zu hüpfen. Hör auf zu hüpfen und anzugreifen. Na? Chica. Okay. Dann nicht. Warum hüpft die denn ständig und greift dann an? Voll busiges Mistding. Entschuldigung. Kann nicht wahr sein. Ich träume heute Nacht von der, ich schwör's euch. Ah. Wusstet ihr aber eigentlich, dass der eigentliche Sprite von Rosanna schwarzhäutig war? Also dunkelhäutig, nicht schwarzhäutig. Entschuldigung. Sie die aber dann lilahäutig gemacht haben, um nicht rassistisch zu sein. Was ist... Rassismus entsteht da, wo man so weit denkt, ne? Irgendwie sowas. Weil... Ich meine... Ach... Vergesst es. Rassismus entwertet sich der Logik. Total. In Europe. Mach jetzt Pokémon fangen hier, ja? Damit ich gleich echt keine Bälle mehr hab. Nice. Muss, glaube ich, gleich mal kurz in der Aufnahmepause nochmal kurz zurückfliegen zu einem Pokémon-Markt und Bälle kaufen. Damit wir Arcus überhaupt fangen können. Ah! Ich beiß gleich ins Mikrofon. Was ist denn los momentan, dass die sich nicht mehr fangen, also nicht mehr mit einem Ball fangen lassen? Na? Danke. Wenigstens du, Jorob. Wenigstens du. Wenigstens eins. Das war Jorob. Sehr schön. So. Bevor wir jetzt weitergehen hier. Und ich in Jorobs reinlaufe. Oder über sie stolpere. Wo ich habe 108 Hyperbälle noch. Nee, komm. Nee, wir gehen weiter. Ich riskiere es, dass es genug Bälle sind für Arctos. Ich riskiere es einfach. Und ich kann ja speichern. Vorher. Ach, von ihm kriege ich... Pokébälle, ja. Zack. 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 Und zack. Jetzt kann ich ja zwei Stellen runter. Ich gehe erstmal nach vorne die Treppe runter. Die Treppe. Die Leiter. Hilfe. Ich habe mich erschreckt. Ich hab dich aber schon. Irgendwann hüpfe ich hier noch vom Stuhl. Wirklich. Ein Chigi. Nee, wie cute. Wow. Ja, Schutzschmutz. Hier geht. Wow. Okay, das kann ich noch weiter runterschubsen. Dann mache ich das mal. Nein!
Aber warum kann man das? Das ist doch scheiße. Oh, was? Du hast aber einen echt heftigen Sensor. Leg mich an die Füße. Dass der jetzt das so weit erspürt hat. Respekt dafür. Hä, wo bin ich denn jetzt? Nein, ich wollte da doch gar nicht reinlaufen. Ich habe so viele Hilfe, aber es fehlt mir eh noch. So viele Lobeslieder gelesen. Von wegen, auf Twitter, von wegen, ja, es ist super gut, dass man die Pokémon jetzt sehen kann. So kann man den voll ausweichen, damit werden auch Höhlen nicht mehr so nervig. Wo ich mir immer denke, so Leute, habt ihr es noch nie so gehabt, dass ihr aus Versehen in Pokémon reingelaufen seid bei Pokémon Let's Go? Oder dass es in euch gespawnt ist, wie das Fleckmon da gerade in mir? Oder passiert das nur mir? Hab ich ein Broken Edition bekommen oder was? Da hab ich's runtergeschubst, ne? Ja, hier ging's auch noch weiter. Wo geht's denn hier lang? Alexa, stopp! Ich möchte gar nichts abspielen. Was willst du von mir? Was? Oh, Eisstrahl, sehr schön. Das bringen wir gerade noch kurz. Ist jetzt wahrscheinlich ganz unten, weil neu gefunden. Bringen wir noch kurz Turtok bei. Anstelle von. Ha! Bis zu haben ist eigentlich ganz cool. Welche Wasserattacke macht denn mehr Schaden? 80? 80. Und sieht, der Wasser kann verbrennen. Ja, dann tut's mir leid, Kaskade, dann musst du leider gehen. Und ich weiß, wir sind schon über eine halbe Stunde, aber ich möchte gerade noch versuchen, mit euch gemeinsam Yugong zu fangen. Und dann laufe ich erstmal in ein Golbat rein, was mitten im Weg spawnt. Pokémon Let's Go ist so gut. Man kann Pokémon so gut ausweichen. Ja, am Arsch. Am Arsch kann man den gut ausweichen. Nicht wirklich, oder? Warte. Moment. Bevor wir das weitermachen, ruhiger. Item. Ne, ich will ruhiger. Bevor wir es weitermachen, bist du erstmal ruhiger, mein Freund, ja? Und ansonsten verballere ich hier alle Bälle, die ich besitze. Danke. Soll vielleicht mal öfter Bären benutzen. Holy. Sehr schön. Jetzt habe ich einen Europe, einen Jugon, einen. Also sehe ich vom Inside schon komplett gelohnt. Merksch. Also es ist echt cool. Jetzt geht's hier auch noch runter. Da geht's auch noch runter. Was zum. Was denn? Ach so. Na gut, dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein und bis morgen, wo wir hoffentlich den richtigen Weg in der Seeschauminsel. Seeschauminsel Höhlen finden. Tschüssi.